Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Gastvideo. Und heute haben wir ein ganz besonderes Gastvideo, denn heute werdet ihr einfach mal alle Ghosts sehen, die je von Konami veröffentlicht worden sind, in den Hauptsets. Und in diesem Video wird euch Master of Dragon Lords durch alle Ghosts durchführen. Und das Besondere an diesem Video ist halt, ich habe mich an Master of Dragon Lords gewendet, damit er dieses Gastvideo macht und nicht er an mich, wie es normalerweise das Verfahren ist. Denn wir haben so eine Art, kleine Geschichte hinter uns. Ich glaube, das ist schon irgendwie anderthalb, zwei Jahre her. Da hat er damals mir noch mit dem alten YouTube-Comment-System hat er mir eine Nachricht geschickt, hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, dein Content ist eigentlich ganz cool, aber ich habe einfach alle Ghosts. Und ist dann einfach abgezischt, so mit irgendwie so einem Smiley. Ich dachte mir so, hä, was ist das denn für ein komischer Typ? Bin auf seinen Channel gegangen, hab mir dann, glaube ich, das Ghost-Video angeguckt, hat mir so, eigentlich ganz netter Typ und cool, dass er alle Ghosts hat und dass er auch so viel darüber weiß und das, was darüber berichten konnte. Und somit wusste ich, dass das hier so quasi der Ghost-Typ ist. Und jetzt mit Dimension of Chaos, das das letzte Set war, das oder ist, welches die Ghost Rare halt in den regulären Sets printet, habe ich mir überlegt, vielleicht, hey, das wäre doch vielleicht eine coole Idee, wenn er denn seine Sammlung mal vorstellen würde, von allen Ghosts, die bisher in den Hauptsets geprintet worden sind, jetzt zum Abschluss, wo es jetzt keine weiteren Ghosts erstmal geben wird. Und da hat er ja gesagt, hat ein Video zusammengeballert und ich habe ihn extra für dieses Video auch alle Freiheiten gelassen. Ich habe ihm nicht das 20-Minuten-Limit aufgedrückt, weil zu diesem Thema kann man auch schon etwas ausführlicher werden und es sind auch schon ganz viele Ghosts, durch die man gehen muss, um halt das einmal in einem zu präsentieren. Und ich denke, euch wird dieses Video sicherlich gefallen, weil es, man kennt nicht alle Ghosts, nicht jeder hat irgendwie alle immer da und man kennt vielleicht die eine oder andere, vielleicht hat man selbst die eine oder andere, die man besitzt, aber mal alle zu sehen mit ihren Effekten, wie der tatsächlich aussieht. Also dieser Ghost-Effekt, wenn man sie halt so ins Bild hält, das wird euch heute der Master of Dragonlords zeigen. Und ja, das war's dann hier von mir und ich hoffe, euch wird dieses Video gefallen. Ich wünsche euch dabei dann noch gute Unterhaltung. Yo, hallo Leute, ich bin's, der Master of Dragonlords. Und zwar heute mit meiner Ghost-Sammlungsvorstellung. Ich habe nun alle Booster-Ghost-Wars zusammen, alle 34 Stück in erster Auflage. Darunter sind die Fehldrücke, die zwei nicht enthalten. Sowohl auch die Gold Series 5, Ghost Gold, sind auch nicht enthalten. Weil bei den Ghost Gold Versionen sind es Hybridarten und keine reinen Ghost Karten. Deswegen nur die aus den Boostern, aus den regulären Sets. Und ja, fangen wir an. Die erste Karte, wie man schon sehen kann, die jemals in Ghost erschienen war, ist der Regenbogendrache. Hier in der amerikanischen Version in Ghostware. Dann die zweite Karte aus Gladiator's Assault, der Chaos Neos. Hier war der Effekt schon etwas deutlicher als bei der allerersten Version. Da gab es ja auch mit den zwei dieser bestimmten Felddrucke, die ich vorhin angesprochen hatte, wo praktisch sein Bild hier drauf war und sein Name hier und das eben verkehrt. Gibt es ja auch noch die zwei Felddruckversionen, aber die habe ich wie gesagt nicht. Dann haben wir den Regenbogen-Neos aus Phantom Darkness. Das war auch die erste Karte, was nicht das Covermonster war. Denn bei Phantom Darkness war es das Jubel, der ultimative Albtraum. Hier war es dann wieder das Covermonster Light of Destruction, das Aufrichtig oder Honest. Die Ghostware-Version ist meiner Meinung nach nicht so ganz so gut gelungen. Da ist die Secret-Version vielleicht besser, aber das ist Geschmackssache. Dann haben wir den Sternenstaubdrachen aus The Duelist Genesis. Ist
am Rande auch mein Lieblingsmonster. Ja, sehr beliebt die Karte, auch momentan die teuerste Ghostware-Karte von den normalen Ghostwares, also ohne Fehldrucke, weil die sind nochmal etwas teurer. Dann haben wir den schwarzen Rosendrachen aus Crossroads of Chaos. Ein sehr schönes Artwork, gerade in Ghost, diesen 3D-Effekt mit den Rosenblüten im Hintergrund. Auch die Farben sehr schön geworden, was manche ja bei manchen Ghostware-Versionen bemängeln, dass die Farben angeblich verloren gehen. Ich könnte das nicht bestätigen, aber das ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. So, nun zum nächsten Set, den Rotdrachen Absonderwälder Angriffsmodus aus Crimson Crisis. Ebenfalls einen schönen 3D-Effekt, wie man sehen kann. Ja, davon gab es auch ein paar Fehldrucke, wo die Namen entweder komplett fehlten oder eben nach oben oder unten verrutscht waren. Der Werkzeugdrache aus Raging Battle. Ebenfalls eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Allerdings nicht ganz so schön wie die nachfolgende. Nämlich den antiken Feendrachen, hier in der englischen Version. Hier haben sie es mit den Farben sehr gut gemacht, wie ich finde. Besser als in die Ultimate oder Ultra war es, glaube ich, noch. Dann haben wir den majestätischen Sternendrachen aus Stardust Overdrive. Ebenfalls in Ghost. Allerdings auch hier wieder in Ultimate oder Ultra besser. Muss auch ich als Ghostware-Liebhaber gestehen. Dann haben wir den majestätischen roten Drachen aus Absolute Power Force. Hier ist das Artwork nur etwas besser gelungen wie beim vorherigen. Allerdings vom Wert her eigentlich so gut wie gar nichts mehr wert. Dann haben wir den schwarz geflügelten Drachen. Also Shining Darkness. Von Crow, der Drache. In Ghost nicht so ganz gelungen, weil sie ziemlich schnell verschwimmen. Ist das Bild, wie man so erkennen kann, jetzt. In Ghost wirklich nicht so toll gelungen, meiner Meinung nach. Da ist die Ultimate-Version besser. Dann haben wir den Draco Ekatarner, den Drachenritter aus Duelist Revolution. Eine Fusionskarte als Ghost war damals auch noch neu. Dann den Sternschnuppendrachen oder den Shooting Star Dragon in der englischen Variante. Ihn damals zu bekommen war sehr schwierig, da ihn keiner so richtig abgeben wollte, als er noch neu rausgekommen war. Deswegen habe ich mir ihn erst später ergattern können, gerade noch in der ersten Auflageversion.
Die Karten, die ich hier vorstelle, sind alle in mindestens Near Mint Condition. Also die meisten sind Mint. Nur ein, zwei sind nicht mal ganz so. Hier haben wir nun den Odin aus Storm of Ragnarok. Die auch wieder die Coverkarte. Ja, was soll ich sagen, viel Wert hat er ja auch nicht mehr so wirklich. Allgemein die Ghostwares sinken in letzter Zeit ziemlich stark, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber naja, das wird bestimmt auch damit zusammenhängen, dass die meisten nicht wirklich spielbar sind. Wie zum Beispiel er hier, Gerüppel-Berserker aus Extreme Victory. Vom Artwork cool in Ghost, aber dann hört es auch schon auf. Der einzigen spielbaren, also vom Wert her auch hohen und noch spielbaren, sind bis jetzt Stardust und Black Rose. Dann haben wir die erste Exit-Karte unter den Ghostware-Karten, den Nummer 17 Leviathan-Drachen hier in der englischen Version. Der 3D-Effekt bei der Karte ist auch etwas schwierig einzufangen in der Kamera. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dann haben wir Photo in Shockwave mit dem Galaxieaugen-Photonen-Drachen. Das war tatsächlich meine allererste Ghostware, die ich je gekauft habe. Und auch meine allererste Ghostware, die ich besessen habe. Weil ich damals, wo das Set rauskam, wieder mit Yu-Gi-Oh! Angefangen hatte. Und die Ghostwares gesehen habe und gesagt habe, die muss ich haben. Hat sich ja auch gelohnt, wie man sieht. Nun habe ich alle. Aber vom Artwork her sehr schön. Dann haben wir aus Order of Chaos Nummer 1039 Utopiastrahl. Die habe ich eigentlich durch Zufall mehr oder weniger bekommen, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es hier einen Ghost gibt. Als ich damals angefangen hatte noch. Dann haben wir Galactic Overlord mit dem Neo-Galaxie-Augen-Photonen-Drachen. Bei ihm war es genauso wie beim Sternschnuppendrachen schwierig zu bekommen, weil es die meisten für ihre Sammlung behalten wollten oder zu utopischen Preisen abgeben wollten. Hier musste ich dann auch etwas warten, ehe ich hier bekommen konnte. Aber das Warten hat sich gelohnt. Eine sehr schöne Karte vom Artwork her, auch vom Ghost-Effekt. Dann haben wir den heroischen Champion Excalibur aus Return of the Duelist. Ebenfalls eine sehr schöne Ghostware. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht mal so sagen. Ist auch schon lange mein Besitz. Dann haben wir wieder eine amerikanische Version aus Abyss Rising, den Nummer C32 Heidrache Weiß. Hier in der amerikanischen Version, wie schon gerade erwähnt. Genauso wie der Nummer 92 Heart Earth Drache aus Cosmo Blazer, ebenfalls eine amerikanische Version der Karte.
Dann haben wir den Nummer 107 Galaxieaugen Tachyon Drachen aus Lord of Attack on Galaxy. Ebenfalls wieder in First. Diese Karte hatte ich mehrmals besessen. Ich glaube, das waren so irgendwie 4-5 Exemplare. Aber im Laufe der Zeit dann alle verkauft und vertauscht. Nur bis auf diese eine in First hier. Die hat ja mittlerweile auch einen mehr oder weniger stabilen Preis. Dann kommen wir zu einer Karte, die ich zum allerersten Mal selbst gezogen habe, aus neuen Booster Packs. Judgment of the Light, den Sternenfresser. Auch hier wieder das Problem, dass es nicht die Coverkarte war, wie beim Regenbogen-Neos. Denn die Coverkarte war hier Utopias Strahl Sieg, glaube ich. In Ghost sehr schön, auch die Ultimate und die Secret-Varianten sind auch sehr schön. Aber mich als Ghost-Liebhaber interessiert nur diese Version. Wie man auch sehen kann. Dann den Felgrind, den auch schon mittlerweile einige kennen, oder eigentlich alle. Aber Shadow Specters, auch hier nicht die Coverkarte. Denn hier war es, glaube ich, die Nummer C96, die Coverkarte davon. Bei der Karte ist es wie beim Sternenfresser eigentlich auch eine spielbare Version. Und damals war sie ja sehr gefragt in der Ghost-Variante, was mittlerweile etwas abebbte durch verschiedene Reprints. Deswegen auch sie im Preis gefallen leider. Dann haben wir den Möbius, den Mega Monarch aus Legacy of the Valiant. Ja, dazu kann ich auch nicht sehr viel sagen, weil ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, wie Konami diese Karte als Ghost genommen hat. Die Empörung war ja damals schon ziemlich groß, warum sie nicht die Ark oder so genommen haben, sondern ihn hier. Aber trotzdem eine gute Ghostware, zumindest vom Artwork her. Dann den Bujinki Amaterasu aus dem Primal Origin Set. Ja, diese habe ich damals ertauscht, weil kaufen war mir da etwas zu, naja, sagen wir mal, am Anfang war es dann noch zu teuer. Deswegen hatte ich mir ertauscht, was ich auch den Großteil der Ghostwares gemacht habe. Gerade die billigeren. Dann den Wandelsteinritter Deltaros. Aus Duelist Alliance. Hier zum ersten Mal die Erstauflage hier unten wegen den neuen Pendelmonstern. Hat Konami das damals so geändert. Ja, diese Karte habe ich mir ebenfalls von einem Freund ertauscht. Dann den Dark Rebellion Exit Dragon. Auch einer meiner Lieblingsdrachen. Sehr schönes Artwork in Ghost, wie ich finde. Manche bevorzugen auch hier die Ultimate und Secret Varianten. Aber ich die Ghost Variante. Er ist auch in manchen Decks spielbar, nicht in allen. Aber besser wie andere Ghostwares. Und er macht ihn auch preisstabil momentan. Trotz vielen Reprints schon in Tins und
Starpacks. Dann haben wir aus Secret of Eternity den Malakoda, den Niederherrscher des brennenden Abgrunds. Das erste Ritualmonster und ein Ghost und womöglich auch das letzte. Ja, dazu kann man nicht viel sagen, weil ich nicht ganz weiß, ob sie spielbar ist, aber ich denke es mal nicht so wirklich. Dann den Glasflügel Synchrodrachen auf Deutsch oder den Clearwing Synchrodragon in der englischen Variante, wie ich hier habe, aus Crossed Swords. Ghost-Variante wieder sehr schön gelungen, auch von dem 3D-Effekt her. Farben gehen, hätte mir noch etwas mehr gewünscht. Dann aus Clash of Rebellions den Red Eyes Flare Metal Dragon. Hier in der deutschen Version. Ja, das war auch so ein Problem, die zu bekommen. Weil die wollte nur am Anfang Leder haben, als das Set released wurde. Und da war der Preis auch dementsprechend, glaube ich, bei 40 Euro oder so. Mittlerweile hat er sicher auch so 20 ungefähr runtergepegelt wieder. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ja, für alle Red Eyes Fans natürlich eine sehr schöne Karte, dass sie auch ihre erste Exit bekommen. Finde ich schön. Gerade auch als Drachenfan. Und als letzte Ghostware, die bis jetzt gedruckt wird, von Konami aus, in dem neuesten Set Dimension of Chaos, der Scarlet Red Dragon Archfiend. Also der Nahblech Strohdrachen als Unterwäldler. Hier natürlich sehr schön geworden, der Ghost-Effekt, wie ich finde. Gerade so in dem Licht. Ja, es wird nun leider vorerst die letzte Ghostware sein, die es geben wird. Weil ab dem nächsten Set gibt es dann auch keine Ghost und keine Ultimates mehr. Da die Rarity-Verteilung, also die Verteilung in jedem Booster-Pack wird jetzt eine Superware mindestens drin sein. Und deswegen hat Konami die Ultimates und Ghost gestrichen erstmal. Ob sie später noch kommen werden in Ghost-Gold-Varianten oder so, weiß niemand. Aber was momentan der Stand ist, dass es wie gesagt keine Ghost-Ware-Karten mehr geben wird. Vorerst. Ja, das war meine kleine Ghostware-Karten-Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich gehe jetzt noch mal kurz über alle Ghostwares drüber. Falls jemand eine verpasst hat oder es später zugeschaltet hat. Und in der Zwischenzeit bedanke ich mich bei René Wayne für das Gastvideo. Und auch bei euch für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentieren dürft ihr gerne auch. Ich werde auch bei dem Gastvideo mit vertreten sein und auch fleißig mitkommentieren, wenn ihr Fragen haben solltet. Und dann danke ich euch erneut fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Master of Dragonlords. Ciao.